So, nun müssen wir die Schicksalsbestie holen. Lasst uns Bekanntschaft schließen. Kauft etwas. Was hast du denn überhaupt im Angebot? Ja, Antischock wäre schon ganz gut. Wie kann ich denn überhaupt die Dings verkaufen? Ja, und die Armbrust. Bogen ist besser als Armbrust. Für mich persönlich. Bin ich so der Fan von Crossbow. In Hype mag es zwar ein Crossbow geben, aber ich bin Bogenfan. Ja. Ah, ja, kaufen wir jetzt einfach mal. Also die beiden Sachen so. Heißt, wir verkaufen die alten Stiefel. Das. Ja, die Pfeile kann ich ja noch gebrauchen, so. Ja, das mit dem Dings ist schon ganz wichtig. Oh, jetzt wird hier ein Haus gebaut. Interessant. So, was hat der Magier noch im Angebot? Nee, das war der Dings. Hier war der Magier. So, du hast also nun die Hellebarde des Horrendus und das Herz von Nox. Nicht übel, junger Beschwörer. Infrasion, Schutz vor Elektrizität, Giftheilung. Hohe Heilkunst, ja, kaufen wir es mal. Ja, ist für ruhige Momente auf jeden Fall besser. Wenn ich überhaupt dran denke. Ich hoffe es. Also auf zu Aldwin. Nun, da du die Hellebarde des Horrendus und das Herz von Nox vereint hast, musst du den Stab zur Schicksalsbestie bringen. Die Bestie lebt im Tempel von X und wird von den Beschwörern des Heiligen Ordens der Vergessenheit bewacht. Geh jetzt zum Tempel und sprich mit den Priestern. Hier ist der Schlüssel, mit dem du die Tore, die den Weg zum Tempel versperren, öffnen kannst. Ja, ja, jetzt kommt meine zweitliebste Aufgabe. In diesem Spiel. Ja? So, du bist tot. Ja, dieses Kapitel mag ich überhaupt nicht, weil mich deswegen ein... Oh ja, hier kommen ja meine... Oh, hier kommen meine Hassgegner überhaupt. Zum ersten Mal. Ach, warum wollte ich so speichern? So. Oh. Nein. Aufhören. Alter. Ja, ja, diesmal machen wir es noch nicht an. Erst will ich im Turm direkt sterben. Tempel. Ah. Ich hab es gar nicht mehr. Alter, wie viel hält denn so ein Braunbär aus? Okay, er gibt auch noch relativ viel Erfahrung, also von daher. Wow. Stirb! Nicht heilen! Sterben! Meine Güte. Was haben wir da für Schuhe? Verstärkte Stiefel. Da. Kann man verkaufen später. Bin eh gespannt, was für eine Ausrüstung ich am Ende haben werde. Scheiße, irgendwas habe ich jetzt rausgelöscht. Ja, das ist das Problem, wenn man hier irgendwie... machen wir einfach mal Schwarzbär,
Ja, das war mir klar. Den dahin so. Der sollte relativ gut sein. Gold. Du bist tot. Heilen. Mana wäre ganz cool. Du bist tot. Ja, das war mir klar, dass da noch zwei sind. Drei insgesamt sogar jetzt schon. So. Was haben wir denn überhaupt? Gift. Habe ich nie wirklich benutzt. So. Und schon habe ich einen Schwarzbär mit mir. Wir haben dich erwartet. Die Priester des Heiligen Ordens der Vergessenheit sind die Bewacher und unterwürfigen Diener der Schicksalsbestie. Wenn du bei der Bestie angekommen bist, wird sie einer der Priester des Ordens aus der Obhut des Felsriesen, der ihr Becken bewacht, befreien. Die Bestie wird dann mit dem Stab verschmelzen, da das Herz von Nox die stärkste Energiequelle dieser Welt ist. Weit stärker als die kümmerliche Energie, die die Bestie aus dem Becken bezieht. Die Bestie lebt von reiner Energie, die sie aus den Xonbecken, aus den unermesslichen Tiefen unseres unterirdischen Tempels erhält. Mit der Energie des Stabes vermag die Bestie die Urkräfte des Lebens zu bündeln. Es gibt in unserer Welt keine vergleichbare Waffe. Mit ihr kannst du einen Teil der Lebensenergie deines Opfers in deinen Körper umleiten. Es ist Zeit aufzubrechen, junger Freund. Ekubar wird mit jeder Minute, die wir zögern, stärker. Ja. Jetzt beginnt der Spaß. Ach so, ich dachte, das wäre nicht der Ausgang. Das sah aus, als könnte ich irgendwie an dem Weg vorbei. Zum Geheimnis oder so. Ah. Da gibt es bestimmt Löcher im Boden. Das würde mich nicht wundern. Sag ich doch. Es würde mich nicht wundern. So. Zwei Schwarzbären. Go. Der fällt jetzt runter, war klar. Und der fällt auch runter. Okay. Oh. Noch waren es nur Spinnen. So. Ich stand echt noch daneben. So. Da ist noch ein Loch im Boden und dann bin ich durch. So. Du bist tot. Dafür wollte ich Goldschlüssel. Gut. Ja, die Schwarzbären kommen wohl nicht hinterher. Freude. Natürlich. Speichern. Alter! Meine Herren! Das viele Fledermäuse. Jetzt kommen die Schwarzbären erst recht nicht hinterher. Oh, stimmt, hier kommen... Oh, ich erinnere mich an noch was. Verbannen... Verbannen. So. Ne, die kommen uns nicht hinterher. Also,
Ach, der stirbt doch jetzt gleich. Oder zumindest fast. Ich glaube, gleich kommt der Moment, wo man meinen Lieblingsgegner zum ersten Mal sieht. Ja. Autsch. So. Speichern gleich nochmal. So. Das schafft ihr. Oder auch nicht. Ach, holy shit. Bemerke, ein Braunbär ist stark. So, jetzt ist er fast tot. Er läuft nämlich weg. Oh ja. Bald kommt der Moment, wo man meinen Lieblingsgegner sieht. Ach komm, du bist schnell tot. Ja, du bist auch schnell tot. Speichern. Was auch immer das war. Das ist einer meiner Hassgegner. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Einfach wenn er mich trifft, bin ich nur ziemlich im Arsch. Wenn man Spiele kennt, dann weiß man, warum ich jetzt vor Kisten sogar schon zurückschrecke. Leicht. Was haben wir hier? Ach nö. Nein. Ach, die Anzeige ist schon wieder neben meinem Dings. Ich weiß nicht, wie ich das schon wieder geschafft habe. Ist mir gerade erst aufgefallen. Was haben wir hier hinten? Ich weiß nicht, ob ich solchen Kisten auch trauen sollte. Wenn die einfach so in so einem häkigen Geheimbereich stehen. Och nö. So. Ich traue den Kisten nicht mehr. Ich glaube zwar, dass das erst ab einem bestimmten Punkt später so ist, dass das passiert, aber... Ich will mich nicht in Sicherheit wiegen. Ist, glaube ich, besser. Habe ich nicht Giftheilung? So. Also manche Dinge erinnern mich zum Glück. So. Ja, jetzt kommt der Moment. Mein Lieblingsgegner! Hier ist er! Warum muss er viel mehr als ein als zwei Augen haben? So. Faust der Vergeltung, yay. Die hole ich aber auch mal in die erste Spruchreihe. Statt Vampirismus. So. Alles mit mehr als zwei Augen ist für mich... Ich finde sogar ein Auge ist schon creepy. Aber mehrere Augen... Nein.
Geht einfach gar nicht. Aua. MK und seine Ängste. Och, ja, natürlich krieg ich so ein Vieh. Ja. Meine Güte. Ich mag nicht. Ah. Sind auch noch zwei von denen. Nein, geht weg. Oh Gott. Man kann sich ausmalen, warum ich Elektroschutz gekauft habe. Ach, jetzt schlagt sie den Text nicht mal mehr. Okay. Ein Versuch wage ich noch und dann ist der Part eh schon überlang. Diese Viecher, die machen einfach zu viel Schaden. Oh. Und die sterben auch noch so richtig eklig. Oh, meine Ledergamaschen sind gestorben durch das Vieh. Ja, mein Helm ist auch bald im Arsch und... Gut, den Pfad gehen wir aber erst beim nächsten Mal lang und bis dahin, ich bin MK Indiana Jones.